Hallo, ich grüße euch. Ich bin heute mal wieder in der Sächsischen Schweiz. Ich habe jetzt hier am Beutefall eingeparkt und von hier aus soll es jetzt zu den Affensteinen gehen. Und wenn ihr Lust habt, dann seid einfach mit dabei. Die Wege, die ich heute gehen werde, sind Wege, die für normale Touristen nicht ausgeschildert sind. Und somit kann ich mich nur nach Karte orientieren. Dazu benutze ich die Handy-App Komoot im Offline-Betrieb, denn Internet ist hier auch nicht vorhanden. Am Bloßstock angekommen erstreckt sich eine gigantisch steile Wand nach oben. Ab hier fangen die Affensteine ja auch an. Der Wanderweg geht nach links und ich biege hier rechts ab und verlasse diesen. In der Sächsischen Schweiz gibt es Stiegen, die nur für Kletterer bestimmt sind. Und eine davon ist die Hentschelstiege. Sie ist auch die einzige, die man gesichert aufsteigen kann. Und zu dieser führt mich der Weg jetzt auch hin. Am Fuße angekommen, warte ich jetzt, bis ich dran bin, denn ich bin heute nicht der Einzige, der nach oben will.
erste Teil ist geschafft und ich genieße erstmal die Aussicht. Dann geht es auch gleich weiter zum oberen Teil. Hierzu muss man sich durch einen Felsspalt zwängen. Große Rucksäcke sind hier nicht sehr vorteilhaft. Jetzt endlich geschafft, erwartet mich eine wunderschöne Aussicht. Dann geht es noch ein wenig weiter auf den hohen Felsmassiv.
Und wie es dann weitergeht, folgt im zweiten Teil. Also bleibt dran!